Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play zu Minecraft Adventure Map. Und letztes Mal sind wir stehen geblieben in der Stage 3, Level 2, hier bei diesem komischen Feuerding und so. Wo mir auch ein bisschen, ja, wo das Video unsynchron war, schrägstrich ich einfach die falsche Datei von Fraps in Camtasia reingezogen habe und deswegen ihr, ja, was vollkommen anderes gehört, anderes gesehen habt, als ihr eigentlich sehen solltet. Mensch. Ja, Fail, Noob, ololol. Ich bin aber gar kein Noob. Oh. So, Jumpidi. So, ich muss auch nochmal kurz was erledigen, bevor ich hier weiterspringe. Ich muss noch kurz was holen. Moment, dauert 2 Sekunden. So, das möglichst sich jetzt vielleicht nicht unbedingt gut angehört haben für euch, aber ich habe mir gerade eine Uhr geholt, damit ich wieder 45 Minuten aufnehme, ne? Ich darf ja hier meine, ich darf meine Zeit nicht überschreiten. So, ich mache mir gerade noch mal kurz was zu essen, damit ich auch wieder voll Dinge habe. Volle Nahrung. Ist voll fett die Nahrung. So, nehmen wir einfach mal einen gekochten Fisch und machen wir das mal wieder aus. Wo ist die O-Taste? Da. Ja, ohne auf die Tastatur zu gucken und O-Taste finden, ist schon relativ schwierig. Laut meinem Ermessen. Aber Jüler kann da ja anders denken. Ah. Come on! Die Stage ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Vor allem der Feuerpart. Ja. Nein! Dann. Dann hätte ich nur den Sprung, dann den und dann den noch. Dann hätte ich das alles kaputt machen können. Dann müsste ich noch diese komischen. Da die Dinger springen und dann da rein. Ah. Oh. Egal. Ich versuche ja mein Bestes hier. Ich versuche nicht. Oh. Eine halbe Stunde lang hier rumzusitzen, aber manchmal muss man das einfach mal tun, ne? So. Ich hoffe, das funktioniert auch hier alles und so, ne? Ich muss mal gerade auch noch was anderes machen, ne? Bleibt mal gut so mehr oder weniger AFK im Let's Play. Ist auch mal sehr schön dann anzusehen. Finde ich. Oh, jetzt bin ich gegen die Maus gestoßen. Haha. Ich muss immer gerade so ein bisschen rumkramen. Und rumkramen. Und ich muss mir nämlich da was ganz Bestimmtes rausholen. Ah. Sieht doch schon besser aus. Ah, jetzt habe ich gefunden. Das, was ich finden wollte. Mensch, mein Schreibtisch ist aber auch schon wieder unaufgeräumt, ne? Das ist unglaublich. Wir haben jetzt bestimmt eine komplette Minute damit verschwendet, einfach nur gar nichts zu tun. Ist doch auch mal ein schöner Start für ein Let's Play, ne? Da sieht man mal immer, wie professionell ich bin und wie schön vorbereitet ich bin. Hm. Wenn ich mein eigener Zuschauer wäre, dann würde ich mir ein bisschen ans Bein pissen, wenn ich ehrlich bin. Also natürlich nur im übertragenen, nicht so im bildlichen Sinne. Das lassen wir mal lieber. Fürs Erste. So. Oh. Komm, jetzt aber mal ehrlich so ein bisschen, ne? Warum schon so ein bisschen mehr, komm, schaffen wir. Komm, schaffen wir. Komm, schaffen wir. Oh. Wuhu. Nein, verdammt. Na, der Sprung. Oh. Komm, ich will das schaffen. Okay. Oh. Mann, irgendwie ist das ein bisschen demoralisierend, ey. Demoralisierend? Ich meinte demotivierend. Oh. Wieso fallen wir runter? Das macht mich nicht sehr munter.
bald wird die Map auch bunter, denn das macht mich sehr munter. Super, jetzt habe ich aufgehört zu sprinten, weil ich gegen diese Mauer gerannt bin. Nimmt man doch am liebsten seine Faust oder die flache Hand und schlägt sie sich volle Kanne ins Gesicht. Einmal richtig rein. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Mann, immer der Sprung. Ich werde das aber noch schaffen. Ich werde es. Moment. Ich werde es schaffen. Oh. Dieses Loch ist immer noch rätselhaft. Ich habe keine Ahnung, warum es da ist. Wahrscheinlich haben wir das noch eingeschlagen, weil wir immer so von oben runter gefallen sind, weil wir so schlecht sind. Und dann irgendwann hat sich da so eine Kuhle gebildet, beziehungsweise dieses Loch da. Come on. Ach, das gibt's doch gar nicht. Alles scheiße hier. Sieht hier nicht mal schön aus. Ist alles scheiße hier. So. Ach, geht doch, komm. Komm schon. Oh Mann. Dass wir hier runterfallen, ist ja schlimmer als diese ganzen Facebook- und Browser-Ableger von allen möglichen Spielen. Ne, kennt ihr bestimmt auch. Es gibt ja, ja ganz, ganz viele Spielereien hier so. Ich spreche nochmal über Call of Duty und keine Ahnung. Was uns auch alles uns... Ich glaube, von jeder großen Spielereihe, auf jeden Fall auf von jeder großen Spielereihe von EA, gibt es, glaube ich, einen Facebook-Ableger oder einen Browser-Ableger. Das ist dann, ja... Ja, das gibt's glaube ich schon überall. Bestimmt auch von Crysis. Kann man ja mal suchen. Crysis Browser Spiel. Wird man bestimmt auch irgendwie fündig. Und wenn es nur was von Fans ist, findet man bestimmt. Aber im Internet findet man ja sowieso immer alles. Man möge nur einmal ASDF eingeben. Okay, die Hälfte der Seiten, die man da findet, sind auch Internets, aber, sind auch Internet, ja, das macht sehr viel Sinn. Die sind auch Porno-Seiten, aber, man findet da trotzdem was zu. Oder wenn man diese eintippt, dann findet man bestimmt auch ganz viele, ganz, ganz dreckige Pornos. Genau. Oh Mann. Ich will hier nicht runterfallen. Aber ich tu's. Minecraft widersetzt sich meinem Willen. Aha. Kacknoob. Okay, heute stelle ich mich aber wirklich ein bisschen kacknoobig an. Das kommt, weil ich immer noch so ein bisschen... Oh, ein bisschen verschlafen drauf bin. Kann sein, dass ich dadurch auch ein bisschen ruhiger bin und so, mal ein bisschen entspannter. Ich bin ja sonst auch immer so nervig. Ach, komm schon. Das kann doch jetzt nicht sein. Das kann es doch einfach nicht sein. Come on. Come on, sag ich auch heute die ganze Zeit, ne? Ja. Ja. Alles scheiße, ja, alles scheiße. Oh, Mann. Diese komischen Blöcke hier, diese Netherrack, die lachen mich auch nur an. Wobei, die haben ja wirklich Augen da, ne? Oder so? Keine Ahnung. Ich denke mal schon, dass das Augen darstellen soll. Diese komischen weißen Punkte darauf. Egal, das muss mich eigentlich noch umso mehr motivieren. Ein bisschen so, ha! Komm. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann schaffe ich das beim nächsten Mal. Es gibt ja so zwei Leute, oder so zwei Typen von Leuten. Also nicht zwei Typen, sondern zwei Typen von Leuten. Die eine sagt so, wenn sie verlieren oder so, ja, oh, alles scheiße, ich höre damit auf. Dann gibt's
gibt es immer halt so noch die andere Seite, die sagt, hey, jetzt habe ich zwar verloren, aber komm, nächstes Mal schaffe ich. Soll mal richtig Action geben. Und diese Leute haben eben halt mehr... ich wollte schon erst Eifersucht sagen. Nee, Ehrgeiz meine ich. Ehrgeiz ist auch ein schönes Spiel. Nee, kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, worum es in Ehrgeiz geht. Ist es nicht irgendwie so ein Final Fantasy Ding? Keine Ahnung. Irgendwie so habe ich da was gehört. So. Ach, verdammt. Mann, wieso nur? Das regt mich doch schon wieder auf. Alter, ich nehme gleich mein Headset und schmeiß es gegen die Wand. Nein, sowas würde ich natürlich nicht mehr fahren. Kurz auf, dann Pause. So, back in action. Und ja, wir sind jetzt stehen geblieben bei diesem Scheiß. Jumpen, Mann, Ding, hier. Ich habe ein bisschen Motivation getankt. Also, ne, ich bin gerade bei der Tankstelle gewesen und habe mir da ein bisschen Motivation gekauft. Nur zu empfehlen. Boah, das wäre auch mal eine geile Geschäftsidee. Motivations in der Flasche. Also Motivation in der Flasche. Dunkel. Ist draußen dunkel, ist es selbst hier im Raum dunkler. Keine Ahnung, wieso. Wir sind ja nicht mal Fenster abgesehen, mal von der Tür. Also, naja, hier ist eins, wo Licht rein kann. Verdammt! Ja, schaffen wir. Ich überlege gerade, ob man irgendwo von da auch dahin springen könnte, aber ich glaube, das geht nicht. Was steht da eigentlich? He no want you to cheat. Achso, diese Säule will verhindern, dass ich cheate und von da aus da hinspringe oder da eben halt auf diese komischen Dinger. Verdammt. Hauptsache, wir hören ein bisschen beruhigende Musik im Hintergrund. Oh, und jetzt setzt auch noch die Flöte ein. Mensch. Hoffentlich keine Arschgeige. Oder Babyrasse. Warte, ich muss mal gerade ziemlich Tag machen, dann ist das hier wenigstens ein bisschen heller. So. Kann ich ein bisschen besser was sehen? Könnt ihr ein bisschen besser was sehen? Sind alle zufrieden. Aber die Atmosphäre nicht. Aber, nein, ich brenne. Schnell zum Wasser. Ich verbrenne doch noch. Hup. So, raus mit mir. So. Verdammt, aber den ersten Part hier, also ja, die Steine, die schaffe ich eigentlich jetzt schon öfters. Jetzt muss ich nur noch das Feuer schaffen. Ja, und jetzt gerade, wo ich sage, dass ich die Steine öfters schaffe, falle ich natürlich runter. Immer dieses, ja, Karma, Schicksal, keine Ahnung, Bestimmung, wie auch immer man es nennen will. Hoch. Oder vielleicht will die Natur einem auch ein bisschen ärgern. Oder Gott, oder wer auch immer, oder was auch immer. Mann. Ich freue mir nicht. So. Komm, das sind nur 6-7 Sprünge. Manchmal hasse ich mein Leben, möchte mich nur abritzen. Ja, ist man das geschafft? Wisst ihr, so langsam staut sich die Wut.
Das kommt dann mit einer so explosionsartig, kommt das gleich alles raus. Sehe ich jetzt schon kommen. So Pulsart, Pulsschlagader auf 5000 Meter Durchmesser so am Hals. Sieht auch übrigens sehr elegant aus. Die schlägt dann immer so. So wütend bin ich. Mir platzt gleich der Kragen. So wütend bin ich. Oh, Mann. Alter, ey. Langsam geht das gar nicht mehr klar. Ho. Yay, und der erste Part ist vorbei. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Doch. Doch, stimmt. Yay.